Kabarettisten, der hier einen seiner ersten Auftritte gleich haben wird, der von sich selber sagt, ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Kabarett, mir sind nur die Zuschauer so zutiefst sympathisch. Ich sage, da wollen wir uns mal einen schönen Abend machen. Jürgen Becker. Sehr schön gesprochen, vielen Dank. Ja, ich freue mich wirklich, dass ich hier die Chance bekomme, auch mal zu sprechen. Wirklich stolz. Ich mache es wirklich gerne. Es ist ein wunderschöner Tag, aber ich freue mich auch auf morgen. Auf morgen Abend. Morgen Abend ist Deutschland befreit, nicht? Ja. Dann rasselt die ganze CSU wie Spoke den Bach runter. Ne? Ja. Und nerven unsere Regierung nicht mehr mit ihrem Bullshit. Zum Beispiel Seehofer. Ich meine, ich bin ja auch für Inklusion. Aber das mit der CSU ist einfach zu weit gegangen. Und die versuchen jetzt in letzter Sekunde noch alles zu retten. Mit einer Weltraummission. Nicht? Söder im All. Ist das gut für die Erde? Ne? Da sind doch schon so viele gefährliche Meteoriten. Ne? Und jetzt kommt da auch noch ein riesen Kotzbrocken dazu. Ne? Die CSU steht für uralte Konzepte. Dieselautos, Herdprämie und Grenzen in Europa. Aber Söder will modern wirken. Er sagte wörtlich, wir wollen in einen Bereich gehen, wo noch nie zuvor ein Mensch gedacht hat. Was soll das heißen? Machen die wieder Parteitag? Die CSU wird verlieren, weil keiner eine zweite AfD will. Das ist ja schon eine zu viel. Wir brauchen was anderes, eine Besinnung auf die wichtigen Themen. Wegen ein paar popeligen Nazi-Demonstranten, die jeden Montag in Dresden bei Pegida mitrennen, diskutieren wir seit Jahren nur über Flüchtlinge, obwohl die nicht mal Seehofers Obergrenze reißen. Es kommen ja nicht mal mehr die Hälfte zusammen, nicht wahr? Nein, wir brauchen was anderes. Ne? Warum diskutieren wir nicht mal über das, was zum Beispiel letztes Wochenende spontan 50.000 Demonstranten in den Hambacher Forst getrieben hat? Ne? Die Zukunft der Erde, das sind die Themen, die die Leute beschäftigen. Und dafür muss man auf die Straße gehen und europäisch denken. Europa ist unsere Heimat, nicht wahr? Ja, und was ist Heimat, nicht wahr? Jetzt sagen ja viele, Heimat ist der Ort, wo man aufgewachsen ist. Und das ist jetzt das Problem mit dem Osten. Nicht? Viele sagen ja, da gäbe es so viel Rechtsradikalismus, weil das käme noch aus der DDR, weil die da keine Demokratie gelernt hätten. Nicht? Die können nicht anders. Das sind nur so alte Reflexe. Ich kenne das von mir. Ich kacke manchmal einfach vom Balkon runter auf die Straße. Das sind so Reflexe aus dem Mittelalter. Da hat man es hier in Köln so gemacht, nicht wahr? Kann es wirklich sein, dass sie nach 30 Jahren immer noch an der DDR leidet, ne? Dass sie sich immer noch an die Demokratie nicht gewöhnt haben? Da waren wir im Westen aber schneller. Da war der Krieg keine zwei Tage zu Ende. Ne? Zack, war hier keiner mehr Nazi. Ne? Das ging aber ruckzuck. Ich meine, diese europafeindliche und fremdenfeindliche Stimmung fing ja damit an, dass in Chemnitz ein Mann ermordet worden ist. Vielleicht von einem Afghanen, von einem Iraner, einem, weiß ich ja gar nicht, von einem Syrer, was widerlich ist und von der Polizei verfolgt wird, wie jeder Mord in Deutschland. Aber gleichzeitig, haben Sie das vielleicht gehört, ein oder zwei Tage vorher hat auch in Sachsen ein 74 Jahre alter Rentner einen anderen 77 Jahre alten deutschen Rentner mit dem Auto absichtlich totgefahren, weil er sich in der Schlange falsch angestellt hat. Gab es deswegen Anti-Rentner-Demos? Sind wir deswegen auf die Straße gegangen, randalieren und pöbeln und haben gerufen, Rentner raus! Ne? Alle Rentner, Abschiebung in den Irak! Ne? Obwohl das die Entwicklung der Rentenversicherung ein Schritt nach vorne wäre. Ne? Haben wir nicht gemacht, nicht wahr? Und Sachsen ist auch wichtig, auch Sachsen ist Europa. Da sind nächstes Jahr Landtagswahlen. Und da kann das sein, dass da die AfD die meisten Stimmen kriegt, dass das die stärkste Partei wird. Ja, wer soll denn dann regieren? Die CDU überlegt schon, mit den Linken zu koalieren, ne, um überhaupt noch Mehrheiten zusammenzukriegen. CDU und die Linken, geht das? Passt Angela Merkel überhaupt noch in die alte FDJ-Uniform? Ne?
Nein, was ist denn Heimat? Ein berühmter Kapuzinermönch hat mal einen wichtigen Satz gesagt. Er sagt, Heimat entsteht in der Fremde. Deswegen sage ich immer zu meiner Frau, man weiß erst, wie schön es zu Hause ist, wenn man öfters mal fremd geht. Und davon können wir sehr viel lernen, nicht wahr? Nein, gucken Sie mal. In der Natur hat man ja es quasi so eingeführt, dass sich zwei Fremde, die unterschiedliche Individuen miteinander mischen. Weil es einfach gesünder ist, wenn mehr Mischung entsteht. Es gibt auch Lebewesen, die ohne Sex sich vermehren, wie die Blattlos zum Beispiel. Das können wir auch machen. Wenn wir also einmal immer unter uns bleiben wollen, wenn wir im eigenen Saft schmoren wollen, wie die Blattlos, geht das in Ordnung, solange wir gesund, munter und stark sind. Aber nehmen wir mal an, wir sind krank, anfällig oder ein Trottel. Dann kopieren wir uns eben auch 10.000 Mal krank, anfällig oder eben als Depp. Und 10.000 Deppen, das will die Natur nicht. Wie das aussieht, kennen wir von Pegida. Und deswegen ist es gut, dass wir die geschlechtliche Fortpflanzung entwickelt haben. Und das macht auch die Erotik von Europa aus. Nicht wahr? Wir müssen uns mischen. Das ist das Schöne. Und das Fremde hat ja auch immer zwei Seiten. Es macht zwar Angst, aber es fasziniert auch. Um dieses Faszinierende jetzt zu unterstreichen, kommen jetzt die Black First auf die Bühne. Black First.